Die Entwickler haben Neuigkeiten gepostet. Es gibt einen Hotfix, weil es soll vermehrt zu wieder Problemen im Spiel geführt haben. Und jetzt gibt es einen Hotfix. Und das sind die Patch Notes dazu vom 28. August. Der war gestern. Gestern kam das Update. Ich hatte mich noch gewundert, weil mein Spiel plötzlich ein Update gezogen hat, was jetzt kam. Aber ist der Hotfix und ich bin gespannt, was sie alles jetzt behoben haben. Das meiste werden sie wahrscheinlich wieder mit dem nächsten richtig großen Update beheben. Gehe ich mal von aus. Also so ist es ja meistens. Aber so, dass es wieder ein bisschen besser läuft. Und das gehen wir jetzt mal kurz durch. Also Hotfix, Patch Notes vom 28. August. Hallo Dorfbewohner im Tal. Einen schönen Hotfix-Tag. Nach unserem letzten Dapper Daylights Update haben wir hart daran gearbeitet, euer Feedback zu überwachen. Wir freuen uns, heute ein Update mit euch teilen zu können, das viele der größten Fehler und Probleme behebt, die unsere Community-Mitglieder gemeldet haben. Vielen Dank an alle, die uns bisher ihr Feedback gegeben haben. Euer Input hilft uns nicht nur dabei, kritische Probleme zu priorisieren, sondern hilft uns auch dabei herauszufinden, wo die Gameplay-Fritures weiter verbessert werden können. Nachfolgend finden Sie die Datei zum Inhalt des Hotfixes. Genau, wenn ihr Fehler im Spiel habt, meldet das immer den Entwicklern, weil darauf gehen sie ein und sie werden die Fehler dann auch beheben. Es ist, ja. Also immer schön melden. Habe ich auch gemacht mit, ich hatte ja dieses Problem mit den Abstürzen. Immer, das hatte ich auch gemeldet bei den Entwicklern. So, Fehlerbehebung und andere Verbesserungen. Es wurde ein Fehlerbogen, durch den Spieler ihr Spielerhaus oder weitere Häuser nicht im Stil des Winterpalasthauses betreten konnten. Eine Schaufensterpuppe spawnt nicht mehr in einen Gebäudeinnenraum, nachdem Spieler eine Outfit-Voreinstellung erstellt haben. Drachenbonbon wird nicht mehr als Lieblingsgeschenk angezeigt. Es wurde ein Fehlerbogen, durch den fünf Mails, es ist schön wieder hier zu sein, den königliches Werkzeugset bekommt ein neues Aussehen. Ja, stimmt, dieses hatte ich auch immer wieder bekommen, die Post, dass das Werkzeug ein anderes Aussehen bekommt. Eine kulinarische Entwicklung, eine Entschuldigung. Ohne Beanspruchung Inhalte würden mit einem Belohnungssymbol erscheinen und im Abschnitt ungelesen des Briefkasten verbleiben. Der Traumstil Haus der Dame kann jetzt auf das Spielerhaus angewendet werden. Spieler, die Jafars Freundschaftsstufe über 7 hinaus erreicht haben, können jetzt seine Freundschaftsquest, das Geschenk der Schlange auf Stufe 7 annehmen. Stimmt, das habe ich auch gelesen in Gruppen viel, dass er viel Probleme hat mit Jafar. Soweit bin ich ja noch nicht. Aber dass er viel Probleme hat mit Jafar, die Level 7 Aufgabe zu erledigen. Das wurde auf jeden Fall auch behoben. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Es wurde ein Fehlerbogen, durch den Spieler keine Wegwege und Zäune in der Nähe von Gebäuden platzieren können. Wegwege? Was ist das für ein Deutsch? Okay. Die blendende Strandlichterzwerg, die Birke und Baumstamm des Waldes der Tapferkeit sind jetzt über das Landschaftsgestaltungsmenü zugänglich, ohne dass der Dream Snaps Filter verwendet werden muss. Es wurde ein Fehler behoben durch den Spieler, die das Werkzeugset zuvor im Premium-Laden gekauft hatten, der Stil königliche Sanduhr des Skeletts nicht gewährt wurde. Es wurde ein Fehler behoben durch die neuen Funktionen Raum zurückzusetzen, den Questfortschritt blockierte, wenn sie beim ersten Besuch der Spieler Startzeit zu Beginn eines neuen Spiels verwendet wurde. Spieler, die Quest das Lager beschützen, im Mulanreich abschießen können, die richtige Anzahl an Pflanzplätzen finden. Die Questzähler misst jetzt genau die Menge an Fechten, die in der Tiana-Quest der kleine Luis-Bruch platziert wurde. Zusätzliche Korrekturen für Spieler, bei denen der Indizierungsfehler 6 auftritt, der Ofen auf dem Banner Dapper Daylight Star Part wurde ersetzt, da der Gegenstand stattdessen durch das Aufleveln von Freundschaft mit Tiana belohnt wird. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Rapunzel nicht in der Lage war, die Brücke zu überqueren, die für einen Questabschnitt Nutze deine Vorstellungskraft erforderlich war. Da. Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler die Erinnerung in der Quest Geschmack an der Literatur nicht aufheben können.
Koalitionsproblem mit dem Möbel des Schattentheaters wurden behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Dreamsnaps-Filter eine falsche Challenge-Namen anzeigte. Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Jafar-Figur in Dagobert Ducks Laden erschien. Er wird jetzt Spielern gewährt, die die Jafar-Scrum-Blackstream-Figur wie vorgesehen erhalten. Machen Sie über alles, was mit Disney Dreamlight Valley zu tun hat, auf dem Laufenden bleiben. Möchten Sie nicht machen. Melden Sie sich hier für newsletter Updates an. Ja, okay, das brauchen wir nicht. So, also. Es wurden einige Fehler behoben. Ich habe jetzt aber noch nicht gelesen, dass der Fehler behoben wurde mit Bayanas Boot, weil ich habe auch schon öfter gelesen, viele haben das Problem. Ich meine, ich habe es noch nicht gebaut, das muss ich mich um die Tage auch mal kümmern, aber ich habe gelesen, viele auch das Problem haben, dass sie Tianas Boot nicht verbessern können. Das heißt, wenn sie ans Schild gehen, können sie nur ansehen gehen. Anklicken. Und dann kriegt man ja gleich die Fische, die man da abholen kann. Ja. Also, das wurde wahrscheinlich noch nicht behoben. Das wird jetzt der erste Hotfix sein. Das nächste wird wahrscheinlich erst mit dem nächsten großen Update kommen. Obwohl das Oktober-Update haben die Entwickler ja schon gesagt, soll ein bisschen kleiner ausfallen. Weil sie ja da die ganzen Verbesserungen machen wollen. Die auch noch stattfinden müssen. Was ich eigentlich auch gut finde. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr von Fehlern betroffen seid. Und ja, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem kleinen Video etwas helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.